In diesem Video verrate ich dir die neuesten Parfüm-News, was ist gerade aktuell rausgekommen, was wird uns in Zukunft noch erwarten und was ist vielleicht auch schon angekündigt. Und es könnte höchst spannend für dich sein, diese Parfüms doch mal im Blick zu haben. Die nächsten Neuerscheinungen gibt es bei Guerlain. Und hier haben wir auf jeden Fall einen Ableger von 1965, der jetzt neu herauskommt. Ich bin hochgradig gespannt und zwar geht es um das Habit Rouge L'Instinct. Das ist ein Eau de Toilette Intense. Ich bin hier sehr gespannt. Es geht hier um eine sehr zitrische Richtung. Man kann allerdings sagen, dass die Community nicht so begeistert ist. Hier wird auf jeden Fall sehr oft erwähnt, dass es nicht im Ansatz an das Original von 1965 heranreicht. Von daher, wir bündeln uns mal selber ein Bild und müssen das mal testen. Anscheinend ist Basilikum im Moment voll im Trend, denn auch Guerlain hat ein neues Parfüm oder eine Erweiterung eines älteren Parfüms, und zwar das Mandarin Basilic Forte. Das ursprüngliche Parfüm kommt ja aus 2007, ist ein sehr, sehr beliebtes Parfüm, und das Forte, das wird jetzt demnächst erscheinen. Wir sind sehr gespannt, auch wie das riecht. Ein weiteres Forte von Guerlain ist das Rosa Rossa, was es auch schon seit 2017 gibt und ein sehr, sehr beliebtes, blumiges Parfüm ist. Also hier sind wir auch sehr gespannt, was Guerlain sich da hat einfallen lassen. Auch CK One hat einen neuen Flanker am Start. Er ist zwar leider noch nicht erhältlich, aber die Duftnoten klingen schon mal äußerst spannend. Hier haben wir in der Kopfnote Zitrone, Mandarine und Duftwicke. In der Herznote Apfel, Veilchenblatt und rote Pflaume. Und in der Basisnote Kaschmeran, Eichenmoos und indisches Sandelholz. Das Besondere an dem Parfüm ist, dass CK One hier mit einer Skateboard-Firma zusammengearbeitet hat und die aufgrund dieser Zusammenarbeit diesen wunderschönen Duft entworfen haben. Und wir sind super gespannt, wie der ankommt. Wahrscheinlich ist es auch ein sehr frischer, sommerlicher Duft. Und ich bin gespannt, sobald wir den bestellen können, ja, will ich den mal unbedingt riechen. So Leute, jetzt wird es richtig spannend. Und zwar hat MCM einen neuen Flanker am Start. Es ist fast nicht zu glauben. MCM Ultra heißt das gute Stück. Und hier, das ist auf jeden Fall ein Flanker, der ist mehr für Ladies kreiert worden. Allerdings möchte MCM nicht diese Eindimensionalität in seinem Parfüm haben und darum gibt es auch einen gewissen männlichen Anteil. Da bin ich doch sehr gespannt, wie das kommt. In diesem Duft soll es eine gewisse Balance zwischen floralen Duftnoten und diesen foyeren Duftnoten geben. Also das wird auf jeden Fall bestimmt auch ein sehr schöner Sommerfreshy. Ich weiß auf jeden Fall, der Flanker aus 2021, was ja die erste Variante von MCM Parfüms ist, der hat mich tatsächlich doch nicht ganz so überzeugt. War ja so eine sehr leichte, süße, blumige Mischung. Ja, für mich war es jetzt nicht so ganz so cool. Ich fand, der war halt ziemlich gehypt, aber so richtig besonders war der für mich jetzt nicht. Man muss auch dazu sagen, es war ja auch ein Unisex-Duft, wobei ich den tatsächlich mehr für weibliche Parfümliebhaber eingeordnet hätte. Der neue Flanker soll dann doch mehr die Tendenz zur Frau haben. Was cool ist, ist nach wie vor dieser Rucksack, der bleibt auch in dem neuen Flakon beibehalten. Also es ist wirklich, geht um diesen MCM Berlin Rucksack. Das war ja auch schon der alte Flakon und das wird auch der neue Flakon sein. Preis habe ich auch recherchiert. Hier habe ich gesehen, kosten 75 Milliliter 103 Euro. Im Moment ist allerdings die Seite ein bisschen down und man kann das nicht mehr bestellen und nicht mehr kaufen. Es wird aber im Kleinen noch angezeigt. Also es ist ein bisschen, wir warten mal ab, vielleicht ist die Seite etwas überlastet. Die bisher teuerste Neuerscheinung in unserer Liste ist Amouage und zwar der Royal Tabacco. Hier haben wir den 14. Flanker aus der Opus-Reihe und der bezieht sich voll und ganz auf eine Mischung aus königlichem Weihrauch und edlem Tabak. Den Duft kann man mittlerweile vorbestellen auf der Amouage-Seite selber. Hier kosten 100 Milliliter 325 Euro. Also wir sind gespannt auf Abfüllungen. Eine weitere Brand, die man sich auf jeden Fall mal noch angucken kann, ist Viktor und Rolf. Hier haben die ein sehr, sehr fruchtig, süßes Parfüm entwickelt, und zwar das Good Fortune. Das Parfüm soll auf jeden Fall eine Frau vertreten, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt und für ihr eigenes Glück verantwortlich ist. Auch hier gehen die Meinungen tatsächlich auseinander in der Community. Viele sagen, es ist so eine Mischung zwischen, ja, Viva la Juicy,
Paco Rabanne, Pure XL, Lady Million und Olympia. Also es geht tatsächlich anscheinend in diese gummandig-süße, fruchtige Richtung, was ja, ja, eigentlich sehr bekömmlich ist und würde mich auf jeden Fall interessieren, den mal zu testen. Ich glaube, der könnte was für mich sein, weil ich einfach diese süßen Düfte sehr mag. Und wenn das so eine Mischung aus allem ist, why not? Die Duftnoten bei dem Parfüm klingen, finde ich auch sehr, sehr spannend. Hier haben wir in der Kopfnote Fenchel und Enzian. In der Herznote Jasmin und in der Basisnote Vanille. Hier bekommen wir 90 Milliliter für 104 Euro. Ist ja schon ein starker Preis, sag ich mal. Aber ich würde ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Ein weiteres spannendes Parfüm wird von Mugler das Alien Goddess Eau de Parfum Intense sein. Wir haben das Eau de Parfum hier. Und das geht ja in diese, ja, sehr sommerliche kokosnussige Art. Also es ist wirklich ein sehr, sehr leckerer Duft mit einer leichten Alien-DNA, der auch, finde ich, gar nicht so schlecht performt. Die Duftnoten des neuen Alien Goddess Intense, die unterscheiden sich jetzt nicht so viel von dem alten Goddess. Also sie sind sehr ähnlich zueinander. Ich vermute mal, er wird einfach nochmal intensiver sein und vielleicht auch nochmal intensiver nach Kokosnuss riechen. Das würde ich mir jetzt davon erhoffen. Bisher habe ich das Parfüm online noch nicht gefunden, außer bei einem Store, und zwar Sabina Store. Da haben wir ja auch schon mal bestellt. Und hier bekommt ihr 90 Milliliter für 87 Euro. Für die Leute, die es ein bisschen günstiger haben möchten oder die auf Fußball stehen, hat Ronaldo einen neuen Duft kreiert. Und zwar Origins. Hier bekommt ihr 30 Milliliter für 19 Euro. Also es geht noch einigermaßen. So vom Preissegment her ist auch schon mal günstiger gewesen. Laut der Community geht er in Richtung Montblanc Legend Eau de Parfum. Ich finde das ein bisschen seltsam, weil die Duftnoten nicht miteinander harmonieren. Also die unterscheiden sich doch stark. Man müsste ihn testen. Ich habe ihn allerdings bisher leider noch nicht in einem Geschäft gefunden und werde da auf jeden Fall die Augen offen halten, dass wir den mal uns anschnuppern. Worauf ich mich schon ultrast freue, ist das neue Viva La Juicy Petals Please, also Blütenblätter bitte. Ich finde diese Viva La Juicy Parfüms einfach nur richtig geil, auch wenn die vielleicht in der Haltbarkeit manchmal ein bisschen schwächeln, aber ja, der Duft ist einfach sowas von umwerfend. Wer das Original kennt oder vielleicht auch dieses Gold Couture, der wird wahrscheinlich auch bei dem neuen Flanker nicht viel falsch machen. Ich schätze mal, wenn ich mir die Basis und die Herznote angucke, bleibt ein bisschen diese DNA enthalten, die wir ja auch alle so mögen. Ich schätze aber aufgrund des Petals Please, dass es doch auch wirklich ein sehr, sehr floraler Touch wird in diesem Parfüm. Es ist einfach ein sehr, sehr blumig, süßer Duft. Also ich denke auch, der neue Flanker wird noch mal mehr blumiger werden, aber die DNA wird auf jeden Fall enthalten bleiben. Wer uns kennt, der weiß, dass wir diese neue coole Reihe von 4711 übelst feiern, weil das doch wirklich sehr, sehr schöne Düfte sind. Und auch hier hat 4711 neue Parfüms am Start, und zwar mindestens drei. Es gibt noch weitere, habe ich gesehen. Ich habe euch jetzt mal drei rausgesucht. Hier haben wir zum einen dieses Pomelo und Sea Salt. Das habe ich auch noch mal angetestet und muss sagen, das geht in so eine sehr zitrisch-salzige Richtung. Also es ist schon so ein Sommerurlaubsgefühl, ja, wenn man am Strand liegt und ja, einfach mit so einem Zitrus-Touch. Es ist ein Duft, der sehr belebend sein soll. Man muss ihn aber auch mögen. Man muss diese Pomelo da drin mögen. Das ist nicht jedermanns Ding. Gerade Leute, die nicht auf Zitrus stehen, ist ein bisschen schwierig. Aber er ist sommerlich, es ist ein Freshie und man bekommt 50 Milliliter für 23 Euro. Da kann man ja mal gar nichts sagen. Das zweite Parfüm von 4711, was ich noch getestet habe, war das Starfruit und White Flowers. Und hier muss ich sagen, das fand ich ein bisschen schwierig, weil es doch sehr, sehr geschwächelt hat auf der Haut und nicht präsent war tatsächlich. Mir persönlich war das nichts. Ich habe es halt kaum wahrgenommen. Das dritte Parfüm von 4711 ist das Coconut Water Jutsu. Und hier muss ich sagen, ich war baff. Ja, das ist so ein krasses Kokosnuss-Blumen-Gemisch. Also es ist der Hammer. Mir hat es sehr gut gefallen für den kommenden Sommer. Und auch dieses Parfüm bekommt ihr für 23 Euro in dem 50 Milliliter Flakon. Also da kann man auch nichts falsch machen. Wenn man Kokosnuss mag, dann auf jeden Fall mal reinschnuppern. Ein weiterer Designer, der seine Reihen erweitert, ist Marc
Jacobs und er erweitert die Daisy-Reihe. Hier haben wir tatsächlich drei neue Daisy-Parfüms und zwar Daisy Love Skies, Daisy Oh So Fresh Skies und Daisy Skies. In vielen davon soll die DNA noch enthalten sein von dem ursprünglichen Daisy. Ich persönlich, ja, ich bin nicht so der übelste Daisy-Fan, aber ich denke, für die Leute, die die DNA des Daisy mögen, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Es ist auch eine frischere Variante. Vielleicht ist es für euch auch wirklich bekömmlich. Weil wir wissen, dass viele von euch auch Hugo Boss feiern, haben wir uns natürlich auch mal das neue Hugo Boss Marine angeguckt, was ich irgendwie bisher noch nie gehört habe. Also niemand hat bisher darüber ein Wort verloren. Ich kenne keinen Menschen. Ich habe es mir auf jeden Fall mal angesehen und hier muss ich sagen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sportlich. Ein sehr sportlicher Duft, sehr frisch. Mit einer ganz leichten Süße, die aber absolut nicht aufdringlich ist. Und somit ist das Parfüm auch wirklich schön geeignet für den Sommer. Viele sagen, die Original-DNA, die ist da tatsächlich auch noch enthalten. Manche wünschen sich, dass es keine Limited Edition ist, sondern dass dieser Flakon wirklich in den Läden dauerhaft bleibt. Mal sehen, was Hugo Boss dazu sagt. Hier bekommt ihr 100 Milliliter schon für 49 Euro, was auch voll erschwinglich ist. Also guckt euch den unbedingt mal an, wenn ihr Bock auf einen schönen, frischen Sommerduft habt. Was ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, ist, dass dieses Victoria's Secrets Bombshell Parfüm so sehr gehypt wird. Also das wird ja wirklich rauf und runter empfohlen von verschiedenen YouTubern. Und auch hier gibt es eine neue Limited Edition Variante. Die könnt ihr tatsächlich auch schon kaufen auf Victoria's Secret. Und hier kosten 50 Milliliter 60 Euro. Was ich schon irgendwie doch ganz schön krass finde, muss ich sagen. Aber okay, ich habe mich mit dem Parfüm selber noch nicht so auseinandergesetzt. Aber man kann da definitiv mal reingucken. Es wird ja sehr stark empfohlen. Und auch dieses neue Bombshell Sun Trenched Parfüm. Das wird eine sehr kokosnusslastige, sommerliche Variante sein, so wie ich mich informiert habe. Soll das ein sehr bekömmlicher Sommer, gute Laune Duft sein. Für alle, die das Bombshell mögen, guckt da auf jeden Fall mal rein und überzeugt euch selber davon. Der nächste Designer, der jetzt schon auch wirklich eine Menge Düfte rausgebracht hat, ist Gucci. Wahnsinn. Also hier haben wir alleine schon dieses Jahr 5 Flanker, die schon erschienen sind. Das ist der Hammer. Also wir haben hier einmal das Guilty Pour Homme, das Guilty Pour Femme. Wir haben einmal Bloom in der Eau de Toilette Variante. Also auch hier sehr wieder abwechslungsreiche Erweiterungen. Ihr könnt ihr gerne mal eure Erfahrungen damit hier runterschreiben, weil das ist ja wirklich ein Parfüm, was viele mögen, von Frauen, von Männern sehr, sehr gemocht wird. Und schreibt da gerne mal in die Kommentare, was da für euch das Beste ist, welches Guilty. Und dann hat Gucci auch noch 2 Flanker. Da muss ich sagen, das finde ich schon ziemlich heftig. Einmal das Tears from the Moon und einmal das Love at Your Darkest. Und diese beiden Parfüms, das ist so unfassbar teuer. Also ich hätte es gerne mal probiert. Aber ich muss sagen, no way. 100 Milliliter kosten hier 302 Euro. Das ist wirklich ein krass teurer Shit für ein Gucci-Parfüm. Und dafür muss ich sagen, sind die Bewertungen in der Community auf Parfümo jetzt auch nicht überragend, diesen Preis zu bezahlen. Ich hätte es gerne mal gerochen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht da schon mal reinriechen konntet. Wenn ja, schreibt da auch gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich persönlich finde es ziemlich krass. Und wenn du Johns und meinen ersten Eindruck zum Herbal Aquatica von Montal sehen willst, dann guck doch unbedingt mal in dieses Video. Bis gleich!